Hi und herzlich willkommen zum letzten Way to Silver mit einem Mirror Match, wie versprochen, BFMN. BFMN halt. Als der rote Zwerg gegen Red Red, als der blaue Zwerg hier auf Backwater Station. Ja, Backwater Station? Ja, ich glaube. Ich denke. Backwater Schlucht heißt es dann auf Deutsch. Wir werden sehen, wie sich hier Red Red jetzt gegen diesen, im Mirror Match gegen seinen Gegner stellt. Entschuldigung, das ist mein Handy, ich breche mal ganz kurz ab. Weiter geht's mit dem Mirror Match von BFMN gegen Red Red, beides Zwerg. BFMN, ich muss mir was anderes überlegen. Der rote Zwerg hier, mit dem Extraktor-Trick auf Red Red Seite. Noch nichts in dieser Richtung. Jetzt hier zwei Drohnen geschlüpft. Red Red also mit dem Standard Overlord Hedge. Es könnte sein, dass er jetzt hier gegen seinen eigenen Schabenpush verliert, nur weil er mal versucht, was anderes zu bauen. BFMM mit dem Overlord jetzt und weitere Schaben auf dem Weg. Red Red hat jetzt genug Mineralien für so ziemlich alles außer eine Expansion. Da kommt jetzt der... Nein, ja, nein... Nein, Red Red nur mit dem Brutschleimpool. Und direkt mit dem Extraktor hinten dran. Also sammelt hier jetzt auch gleich Gas, um vielleicht hier in die Speedlinge zu gehen. Der rote Zwerg schnappt sich jetzt hier auch den Extraktor. Brutschleimpool ein bisschen früher angefangen. Red Red kann jetzt allerdings hier gleich schon mit dem Gas anfangen. Wird jetzt hier, denke ich, drei Sonden direkt drüber transferieren. Da sind sie. Und Brutschleimpool ist so ziemlich halb fertig. Ja, ein bisschen mehr. Und sonst gibt es noch nichts Interessantes zu sehen. Evo-Kammer jetzt für Red Red. Also, Upgrades sind auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oder aber er möchte sich hier gegen Mutalisken absichern. Scoutet jetzt hier gerade die letzten beiden Bases, die noch übrig bleiben. In der einen hat er ja hier den Overlord und den Creepheader gesehen. Jetzt kommt hier der Scout mit den Sonden und was wird er sehen? Er wird hier nichts sehen. Er wird hier den Pool sehen, er wird hier den Extraktor sehen. Aber es wird gerade nichts gebaut, außer jetzt kommt vielleicht hier eine Schabenhülle. Red Red mit einem Stachelkrabbler, mit einem offensiven Stachelkrabbler. Allerdings zieht hier BFMN viel zu viele Einheiten ab und es kämpfen nur zwei. Das ist das große Problem. Jetzt endlich hat er sich hier umentschieden, denn vier Einheiten reichen nämlich, um hier so einen Stachelkrabbler zu verhindern. Die Schabenhülle hat er, denke ich, gerade noch so gescoutet. Ja, die Schabenhülle hat er gesehen. Wie wird Red Red darauf reagieren? Mit Zerklingen und Metabolic Boost. Das ist, denke ich, nicht der beste Counter gegen Schaben. Wir werden sehen, wie sich das für Red Red entwickelt. Der rote Zerg jetzt hier mit der Expansion auf 4 Minuten. Schabenhöhle fast fertig und die Queen kommt auch endlich raus. Red Red hat hier leider den Stachelkrabbler nicht hochgekriegt und erforscht jetzt hier Level 1 Nahkampfwaffen-Upgrade für die Zerklinge. Und weitere Zerklinge kommen aufs Feld. Metabolic Boost. Quatsch, da ist er. Halb fertig jetzt. Und weitere Zerklinge, wie gesagt, auf dem Feld. Hier werden jetzt die ersten Schaben gebaut. Allerdings nur zwei Stück. Hier die ersten vier Zerklinge sind auf dem Weg, einfach mal umzuschauen, was hier vielleicht so anzuknabbern ist. Findet keine Expansion, ärgert sich, denke ich, ein bisschen. Und die Rampe ist natürlich einfach zu verteidigen. Wir werden sehen, hier mit dem Metabolic Boost wird sich Red Red, denke ich, jawohl, und da kommt der erste Stachelkrabbler. Das ist, denke ich, eine gute Idee gegen die Schaben. Und je nachdem, wie sich jetzt die Red Red entscheidet, jagt jetzt hier ganz problemlos die vier Zerklinge in der Unterzahl weg. Zieht nur drei Zerklinge hier ab, um die Angreifer hier in die Flucht zu schlagen. Und jetzt ist der Metabolic Booster. Jetzt kann Red Red auch hier off-creep ein bisschen was machen. Könnte hier seinen Gegner wahrscheinlich sogar noch einholen, wenn er lustig wäre. Aber der rote Zwerg entscheidet sich immer noch nicht für einen Angriff. Baut hier weiter Schaben nach. Fünf Schaben jetzt auf dem Feld, genauso wie vier Zerklinge. Er weiß jetzt auch, dass hier Red Red mit einer Streitkraft von Zerklingen kommt. Und mit diesem Speedling kann er weg sein, bevor hier wirklich ernsthafter Schaden an seinen Einheiten angerichtet wurde.
entscheidet sich jetzt hier für den Angriff, obwohl die Schaben hier sind. Die Zerknick kann er problemlos angreifen. Auch der Surround um die Schaben, das wird, denke ich, nicht so gut sein. Hier sollte Red Dead entweder hoch in die Mineral Line oder es lassen. Red Dead verliert hier alles mit minimalen Verlusten beim Gegner. Drei Zerklinge hat der Gegner jetzt hier verloren. Red Dead stoppt hier auch seine weiteren Zerklinge einfach, weil er sieht, okay, das hat wenig Sinn und Zweck. Wartet hier vielleicht noch das Level 1 Upgrade auf. Geht hier nochmal härter in die Zerklinge, holt sich jetzt hier auch den Morph zum Bau. Und von dem roten Zerg ist erstmal nichts Großartiges zu sehen. Er muss jetzt erstmal aufpassen, dass er hier seine Expansion ans Laufen bekommt. Red Dead verliert hier wieder Zerklinge einfach, weil er hier oben gerade, glaube ich, kein Auge drauf hat an diese Schaben. Und eine war hier irgendwo einigermaßen, ja, kann er hier, nein, er kann die Schaben nicht abgreifen. Zieht sich hier nochmal zurück, das Level 1 Waffen-Upgrade bringt hier natürlich doch auch was gegen die Schaben. Vor allem, wenn die Schaben hier auf dem Rückzug sind und hier eingekesselt werden, ohne dass sie kämpfen. Aber hier ein weiterer Strom von Schaben, 7 Schaben gegen diese Zerklinge hier, das wird eine Sache sein. Da braucht man gar nicht drüber reden, da werden die Schaben, denke ich, den Vorteil haben. Wobei dieses Level 1 Waffen-Upgrade scheint hier wirklich eine gute Sache zu sein. Auch wenn die Zerklinge hier keine Chance haben gegen die Schaben, können sie doch hier so zwei abgreifen, ohne großartige Probleme zu haben. Die drei Zerklinge wird er hier gegen die Queen verlieren und ich denke nicht, dass er die Queen hier ausschalten kann. Nein. Aber hier kommt weiterer Druck von Red Red und ich bin überrascht, dass er immer noch nicht in die Mineral Line gegangen ist. Hier das Level 2 Nahkampfwaffen-Upgrade jetzt für die Zerklinge und Red Red weiter hier mit Zerklingen an der Vordertür seines Gegners, aber er verliert hier halt einfach mehr gegen diese Schaben, als dass er gewinnt und hat sich hier oben auch nur auf die Queen konzentriert, anstatt in die Mirror Line zu gehen. Hier warten drei Schaben und die Queen auf ihn. Weiter hier Red Red auf der Queen. Nein! Ja! Ja! Und Red Red knabbert jetzt hier wieder an den Schaben. Nein, jetzt geht er in die Mineral Line. Nein, zieht sich zurück. Ja, nein, ja. Er kann hier die Schaben natürlich ganz problemlos ausmikron und sich hier jetzt unten an der Mineral Line vergehen. Es sei denn, dieser Stachelkalibur kommt raus, dann ist diese Möglichkeit natürlich futsch. Aber bis dahin hat er, denke ich, hier die Drohnen gut angeknabbert. Zwei Drohnen, drei Drohnen, ja, das wird gar kein Problem. Auch der Stachelkrabbler könnte er hier, ja, der Stachelkrabbler kommt auch nicht raus. Sehr, sehr ärgerlich, hat er nicht abgebrochen, auch Mineralien, die er jetzt hier verloren hat. Und jetzt kann er wieder hier hoch und hier oben Druck machen. So ist es richtig, Red Red, nutz hier die Mobilität deiner Zerklinge, deiner Speedlinge aus. Gegenüber der Schaben, die natürlich sehr, sehr langsam sind, wenn sie hier von Creep zu Creep laufen, sind sie hier natürlich wirklich, wirklich nicht so schnell. Glia-Neubildung ist halt nicht erforscht. Und nochmal hier ein Angriff von Zerklingen. Und wenn das Level 2 Upgrade hier für die Nahkampfwaffen ist, also Red macht hier einfach Druck auf dem Gegner. Die Expansion kann er nicht benutzen. Wie sieht es income-technisch aus? Income-technisch liegt Red Dead ganz problemlos vorne, hat hier seine Expansion jetzt fertig und noch nicht am Laufen, aber so wie es aussieht, fängt es jetzt an, holt sich jetzt hier direkt den Mutalisken-Schößling. Wird hier also, wenn das Spiel lang genug dauern wird und der rote Zerg das mit sich machen lässt, wird hier in die Zerklinge, oh schön, das macht Red Dead auch sehr gerne, stellt hier die Schaben. Das war es erstmal mit Angriffen hier auf die Main Base und das sieht auch Red Dead ein. Aber wenn er hier weiter den roten Zerg in seiner Basis halten kann und ihn zwingen kann, hier Schaben zu bauen, weil er weitere Zerklinge vermutet, wird das natürlich hier fatal, wenn er auf die Mutalisken geht. Red Dead hat hier immer noch nicht das dritte Gas genommen. Hier sind jeweils drei Arbeiter drin, ja. Hat hier noch nicht das dritte Gas genommen. Wie sieht's aus mit, na, 100? Das heißt, 5 Stück kann er jetzt einfach mal aus dem Bauch herausbauen. Und denn der Schößling ist hier quasi in 20 Sekunden fertig. Und hier kommt der Angriff mit einer Schabenarmee. 18, 12, 14 Schaben werden hier durchgeschickt. Das ist alles bis auf 3, die hier noch weiter stehen an dieser Rampe. Red Red sieht ganz genau, dass diese Schaben jetzt hier rausgehen und wittert seine Chance, hier wieder Druck zu machen. Und das sollte ganz problemlos sein. Hier kann er die Expansion auf jeden Fall jetzt zerstören. Aber das wird, denke ich, problematisch hier mit seiner Mainbase, mit seiner Expansion. Denn, ja, jetzt baut er hier noch einen Stachelkrabbler. Aber da sind die 5 Mutalisken und die können hier auf jeden Fall gut aufräumen. Die Stachelkrabbler wird er hier vielleicht verlieren. Transfusion hat er nicht genug Energie für. Das heißt, ein Stachelkrabbler wird er hier auf jeden Fall verlieren. Aber ihr seht das hier. Die Schaben werden hier ziemlich gut auseinandergepflückt. Und Red Dead hat die Expansion in der Zwischenzeit hier oben zerstört. Mit einigen Verlusten. Aber das hat sich, denke ich, auch gelohnt. Alle Stachelkrabbler jetzt hier down. Queen down. Wird hier die Expansion verlieren, wenn er nicht sofort Druck macht hier mit den Mutalisken. Jetzt kommen die Mutalisken.
Und ja, der rote Zwergspieler konzentriert sich hier auf die Expansion, anstatt sich darum zu kümmern, hier seinen Hintern zu retten oder noch zumindest ein bisschen mehr Schaden an Tech-Gebäuden zu machen. Denn jetzt kommen hier die nächsten 2-Stachelkrabbler, 4-Stachelkrabbler und mit der Unterstützung von den Mutalisten und den Brütlingen hier, die auch noch so ein bisschen an den Schaden knabbern, wird das, denke ich, gar kein Problem hier sein, für Red Dead diesen Angriff hier zurückzuwerfen. Konzentriert sich jetzt hier auch noch auf die Larven, anstatt hier Schaden zu machen. Und das war, denke ich, jetzt hier das Todesurteil für die Schaben. Und was sehen wir jetzt in der Zwischenzeit hier oben? Hydralisken-Bau als Konter für die Mutalisken. Aber ich denke, wenn hier Red Dead jetzt wirklich mit den 5 Mutalisken, die er hat, Druck macht, und so sieht's aus. Ach nee, da sind nochmal 3. Das heißt, er hat jetzt 8? 8? Ja, es sind tatsächlich 8. Wird das hier wirklich eine üble Sache für BMF? Aber der Hydralisken-Bau wird fertig. Red Dead hat sich da aufgehalten. Und jetzt ist die Frage, kommt er jetzt mit 3 Druck? Ah, er hat keine Queen. Na, er hat keine Queen, das heißt maximal 3 Hydralisken und die werden, denke ich, nicht hier mit den 8 Mutalisken aufräumen können. Aber Red Dead entscheidet sich trotzdem nicht, hier Druck zu machen. Das Stachelprofil, das Reichweiten-Upgrade für die Hydralisken und dem Gegner hier von Red Dead bleibt nichts anderes übrig, als hier die Position zu halten. Und er wird jetzt wirklich zu Klump geschossen, muss hier wirklich auf die Hydralisken warten. Und wenn er die Schaben hier verliert, er jetzt wirklich sinnlos. Und die Hydralisken können auf keinen Fall was gegen die Mutalisken hier anrichten. Ein Morph von weiteren 2. Warum Red Dead sich jetzt weiter darauf konzentriert, diese Schaben hier platt zu machen, anstatt weiter in die Main zu begehen? Nein, er hat jetzt aufgegeben hier. BFMN hat aufgegeben. Das hier war das letzte Way to Silver. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier hatte Red Dead einfach das bessere Makro, hat hier zwar einmal seine Expansion verloren, aber dieses stetige Harassment mit den Zerklingen hat hier seinen Sinn erfüllt. Wie gesagt, letztes Way to Silver. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, weiter geht's. Bam, so sieht's nämlich aus. Red Dead ist aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Viel Glück in der Silberliga. Und wir hoffen auf viele weitere Spiele. Ich beende hiermit nämlich offiziell den Way to Silver und läute das neue Programm ein, Going for Gold. Und ich hoffe, ihr bleibt genauso wie ich am Ball, was Red Reds weiteren Weg hier durch die unteren Ligen angeht. Ich wünsche euch viel Spaß beim neuen Intro, das hänge ich euch hinten dran. Ich bin Silent und ich bin raus.